Der Grünen-Parteitag wird auch deswegen mit Argusaugen beobachtet, weil Annalena Baerbock in den vergangenen Wochen auf dem Weg zur Kandidatenkür kein Fettnäpfchen ausgelassen hat. Seitdem sind die anfänglich guten Umfragewerte im Rückwärtsgang. Wie die Partei 3,5 Monate vor der Bundestagswahl wieder Fuß fassen will, erläutert Stefan Wittmann. Die Bühne gehört dir. Ende April war die Welt noch in Ordnung. Seit ihrer Kür zur Kanzlerkandidatin tritt Annalena Baerbock von einem Fettnäpfchen ins nächste. Zu spät angemeldete Nebeneinkünfte, die Debatte um Benzinpreise, dann wiederholte Änderungen im aufgehübschten Lebenslauf. Es bleibt die Hoffnung, mit einer Entschuldigung gerade noch so davonzukommen. Ich habe schmerzlich gespürt, dass es offensichtlich sehr missverständlich war. Das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid. Fehler, die in gleich zwei Umfragen heftig abgestraft werden. Das Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU war einmal. Die Union legt um 5 Prozentpunkte zu auf 28. Die Grünen dagegen stürzen um 6 Prozentpunkte ab auf jetzt 20. Bei der Frage nach der Eignung fürs Kanzleramt wird der Sturzflug noch deutlicher. 43% stimmen für Armin Laschet. Ein Plus von 6 Punkten. Auch Olaf Scholz legt um 6 Punkte zu. Ist zumindest hier mit 48% der Top-Kandidat. Annalena Baerbock verliert 15 Prozentpunkte und steht mit 28% abgeschlagen hinter der Konkurrenz. Beim Bundesparteitag soll es endlich wieder um Inhalte gehen, selbst wenn es um diese mal Zoff gibt. Wie wir streiten und wie wir durch die Diskussion und durch den Streit zu neuer Einheit und Gemeinsamkeit und Stärke finden, das könnte vielleicht sogar ein beispielgebender Prozess sein, wie der Wahlkampf laufen könnte. Streit wird es bei diesem Parteitag in der Tat geben. Denn mehr als 3000 Änderungsanträge stehen zur Debatte. Der linke Flügel will das Wahlprogramm deutlicher auf links drehen. Gegen den Willen der Parteiführung, die den Verlust der Wähler der Mitte fürchtet.